Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute aus Chochi Konishis Bonsai Kleingartenkultur. Und was hier aussieht wie kultiviertes Unkraut, so jetzt natürlich böse, sind in Wirklichkeit sehr hochwertige Bonsai. Also die können wirklich was. Ich zeige sie nachher mal. Ich weiß nicht, ob in diesem Blog, aber das sind wirklich ausgesucht schöne Stücke. Heute eine Frage von Micha Braunverlust beim Ojiba. Sehr geehrter Herr Cameron-Team, es ist ja bekannt, dass ich das Braun beim Ojiba weiter ausbreiten oder sich auch komplett schließen kann. Kann sein, dann wird es ein Chagoi. Wie ist es aber im umgekehrten Fall? Kann das Braun beim Ojiba auch zurückgehen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, vielleicht auch in einem Blog. Leider habe ich bei meiner letzten Frage, woher Sie wissen, dass mit Graskarpfen in Deutschland nicht mehr gehandelt werden darf, keine Antwort bekommen. Ich arbeite beim Zierfisch-Großhandel und uns ist darüber nichts bekannt. Die Antwort muss ja nicht unbedingt in einem Blog sein. Bitte machen Sie weiter so. Die Blogs sind immer sehr informativ und interessant. Mit freundlichen Grüßen, Micha aus Sachsen-Anhalt. Micha, zuerst zu den Graskarpfen. Also ich habe das gehört und ich glaube, ich habe auch mit Sandra Lechleiter schon darüber gesprochen. Vielleicht ist dem auch nicht so. Vielleicht ist es auch nur so, dass sie in der Natur, weil sie sind ja in vielen Seen und Gewässern, sind sie ja drin, dass sie da nicht mehr von A nach B befördert werden dürfen. Das kann auch sein, dass das Gesetz sich nur darauf beschränkt und dass sie im Zierfischbereich noch gehandelt werden dürfen. Wir dürfen ja auch keine Koi in die Natur raussetzen. Ja? Also von daher kann es sein, ich werde mich dann einmal schlau machen und werde es dich dann wissen lassen. Wenn du bis im Frühjahr noch keine Antwort hast, dann schick bitte noch mal eine, weil wenn ich in Deutschland bin, dann kann ich das auch gleich mit Sandra besprechen. In einem von 10 Fällen, wenn es sich jetzt, wenn wir anschauen, also es gibt viele Ojiba, die verändern sich nicht oder nur sehr wenig. Aber die Veränderung geht eigentlich immer dahingehend, dass mehr Braun dazukommt. So, in einem von 10 oder 20 Fällen, so hat es gerade Makoto, der lief gerade vorbei, hat es so beziffert, kann es auch sein, dass das Braun zurückgeht. Aber wir gehen davon aus, dass in der Genetik des Ojiba das Braun dominant ist und sich eher ausbreiten, sich eher zum Ausbreiten oder eher zum Ausbreiten neigt. Aber bei Koi gibt es nichts, was es nicht gibt. Es gibt auch den einen von 100 Fällen, wo ein Kohaku sein Rot verliert und es dann wiederkommt. Ja, auch das kann mal passieren, aber gemeinhin geht man da davon aus, dass es nicht passiert. Aber bei Koi muss man sich immer vorstellen, abhängig von der Genetik, von der Kondition und von der Umwelt, das sind die drei Hauptfaktoren, wo wir zum Teil auch Einfluss drauf nehmen können, zum Beispiel auf die Umwelt, auf die Genetik natürlich weniger, bis gar nicht, ist im Prinzip alles, was an Farbe da ist, kann verschwinden, kann aber auch wiederkommen, außer das Weiß und die Grundfarben, die sind eigentlich immer, die persistieren ein Leben lang auf den Koi. Vielen Dank für deine Frage und Ojiba werdet ihr in den nächsten Wochen hier oder Monaten gigantisches sehen. Wir haben hier Exemplare, wir werden heute 10 Stück fotografieren, da werde sogar ich dann irgendwann schweigsam. Vielen Dank für deine Frage, mach's gut und schön, dass dir unsere Blogs gefallen. Ciao!